Hallo liebe Leute, sind wir wieder. Heute machen wir Pancakes, die mit Karamell gefüllt sind. Und ich habe mir gedacht, das ist was für euch Leckermäuler. Super Frühstücksrezept, wenn ihr mal Süßes mögt. Und wenn ihr mal sehen wollt, dann bleibt doch einfach mal dran. Für das Rezept brauchen wir erstmal zwei Eier. Wir brauchen erstmal für die Pancake-Masse zwei Eiklar zum Steifschlagen. Und das trennen wir jetzt auch hier einigermaßen vernünftig, ihr seht's. Zu diesem Eiklar geben wir jetzt eine Prise Salz. Salz hilft dem Eiklar, eine ordentliche Stabilität zu bekommen, also schön steif zu werden. Jetzt füllen wir einmal das Eiklar um. Das ist hier schön steif geschlagen, ihr seht es hier einmal. Und das wird in eine Schüssel gegeben, weil ich diese hier gleich wieder brauche. Und in dieser Schüssel, wo jetzt das Eiklar drin war, werden wir gleich alles andere zubereiten. Jetzt aber, bevor wir weitermachen, erstmal Mehl abwiegen. Und zwar brauchen wir Typ 405, also ganz normales Weißmehl. Davon brauchen wir 400 Gramm. Und jetzt geben wir hier einmal 2 Teelöffel am Backpulver dazu und 4 Esslöffel an Vanillezucker. Selbstgemachter Vanillezucker ist am besten und das wird einmal durchgerührt. Das reicht auch an Zucker. Wir haben ja den Karamell, der ist schon süß genug. Jetzt hier rein, das reicht an Ausgekratztheit hier, geben wir einfach noch die Eier. Gehen wir wieder zurück. Nun gießen wir uns erstmal 410 Gramm an Milch ab und von diesen 410 Gramm geben wir erst etwas Milch hier rein. Ungefähr 50 Gramm und die rühren wir jetzt mit den Eiern erstmal glatt und dann geben wir schluckweise Milch und Mehlmischung komplett hier rein. Nun müssen wir noch kurz den Eischnee unterheben. Den dürfen wir nicht vergessen, das ist ganz wichtig. Das reicht. Jetzt können wir schon mal eine Pfanne aufheizen und ich zeige euch, was ich vorbereitet habe und ich zeige euch auch mal, wie man das macht, damit ihr wisst, wie das geht. Wir backen ja gleich einmal unsere Pancakes aus. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen Karamell da reinkriegen. Und deswegen nehmen wir wirklich einen Tropfen oder zwei Tropfen sind das hier an Karamell, an Öl, ganz normalem Öl. Und wir wischen hiermit einmal unsere Löffel aus von beiden Seiten. Warum? Weil das Karamell, das am Löffel klebt. Und wir wollen es nicht am Löffel kleben haben, sondern es soll ja runterfließen. Ganz einfach und ganz schnell soll es runterfließen auf unsere Pancake-Masse. Und deswegen präparieren wir unsere Löffel, damit nichts dran klebt. Wir müssen gleich auch noch ein bisschen was in die Pfanne geben, damit die Pancakes dann nicht super so dran kleben. Und ich nehme auch ganz normales Pflanzenöl. Und das gebe ich gleich einmal rein und wische es einmal mit dem Tuch aus, sodass nicht so viel Fett drin ist in der Pfanne. Nachdem mein erster Versuch ordentlich, naja, nicht gescheitert war, aber ja, für diese Pancakes geben wir etwas unserer Pancake-Masse in unsere Pfanne. Schön in die Mitte, macht einen schönen, ordentlich großen Pancake. Wir warten jetzt, bis einmal der Pancake durchgebacken ist. Und ich habe ja meinen Löffel mit Öl bestrichen und jetzt das Öl fast schon weg und wir geben einen kleinen Klecks an Karamell in die Mitte. Jetzt nehmen wir noch eine Ladung Pancake-Masse und ich meine, das meine ich genauso, wie ich jetzt sage, ihr müsst von außen rumgehen und erstmal so eine Barriere bilden für die Karamellsoße, die in der Mitte ist. Warum? Weil das hatte ich gerade, dann verläuft alles nach außen. Und ja, ist uncool. Also das Karamell soll nur überdeckt werden, es soll ein Karamellkern entstehen. Und wenn alles nach außen läuft, weil ihr keine Barriere gemacht habt, ist es schlecht. Und jetzt drehen wir den hier. Und ihr seht, es ist vielleicht ein bisschen dunkel. Ich drehe mal die Temperatur ein bisschen runter. Und jetzt backen wir den von der anderen Seite genauso an. Hier nochmal. Ein neuer Versuch, ein gleicher Versuch. Die Masse ist oben noch recht flüssig. Ich drehe es einfach mal um. Und was soll ich dazu sagen? Ja, ich habe jetzt einfach mal direkt den Karamell in den flüssigen Pancake gegeben und es gerade einfach gewartet, bis oben wieder alles hart war und dann die nächste Schicht drauf und die direkt umgedreht. Gucken, wie das Resultat dann ist, weil ich finde es echt tricky, die zu machen. Mit dem Teller wäre es wahrscheinlich einfacher. Ansonsten, wenn es euch rausläuft, wie bei mir, bei meinen anderen 6 Grad, ich werde den Fehler auch irgendwie reinschneiden, ist eigentlich völlig egal, es schmeckt auch wunderbar nach Karamell. Dann müsst ihr halt nur gucken, dass ihr diese angebrannten schwarzen Reste wie hier nicht mit esst. Und ihr hört hier,
Das Zischen, da läuft es wieder raus. Ihr seht hier, leicht, da läuft es ein bisschen raus. Ja, anscheinend klappt es nicht hundertprozentig, dass sie dicht werden. Aber egal, ich mache jetzt weiter, mache davon ein Foto. Und dann würde ich sagen, haben wir gleich richtig leckere Karamell-Pancakes. Und das war's dann auch schon wieder. Du siehst hier, diese Karamell-Pancakes sehen echt lecker aus. Hier läuft es ja richtig schön raus, das Karamell. Und ja, wenn du es mal nachgemacht hast, schreib es in die Kommentare, schick mir ein Foto, würde mich darüber freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder.